einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück von der Front. Gibt es wieder einen schönen Tagesbericht. Flat out the ultimate carnage. Wir gehen wieder direkt zu den Rennen und die Straßenrennen warten auf uns. Wir haben die ersten Cups natürlich so wie immer. Ihr seid's ja von mir gewohnt. Erfolgreich abgeschlossen. Wir haben sehr viel Geld auf der hohen Kante. 62.900 CR. Was auch immer das ist. Und aber dennoch, wir haben eine geile Karre, mit der gehen wir jetzt direkt in die Street Rumble Area. Und es sind vier schöne Strecken, jeweils drei Runden. Mal gucken, was uns hier heute Schönes erwartet. Ich hoffe, eine mega fette Action Party. Im Dunkeln. Okay. Okay, es geht los. Lasst die Spiele beginnen. Ja, Leute, der letzte Part war extrem aufreibend. Sau viel Action, so wie immer. Und die eine oder andere dann doch sehr knifflige Situation, die man jetzt nicht so hätte vorhersehen können. Okay, Lai Bing schießt mir erstmal hier ein riesiges Garn entgegen. Warum nicht? Kann man machen. So, da ist er. Da, mit dem hatte ich mein Scharmützel im letzten Part. Wer ist das? Jetzt können wir mal gucken. Es ist Sophia Martinez mit ihrem Pickup. Okay. So, Sophia. Wir zwei, wir werden hoffentlich gute Freunde. Achtung, Feuerwehr. Na, Sophie, ich bin wieder da. Guckt euch das an. Die ist garstig. Die ist garstig. Die ist verbissen auf den Sieg. Das finde ich gut. Also ganz ehrlich, Lai Bing... Oh, was war denn das, Alter? Meine Herren. Lai Bing, die ist raus. Lai Bing ist nicht mehr der große Endgegner. Es ist jetzt... Wie hieß er? Warte mal. Sophia Martinez. Eigentlich ein guter Name. Fällt mir. Sophia Martinez. Martinez. Okay. Ist die Platz 1, oder was? Es sei ihr gegönnt. Natürlich wird sie das hoffentlich nicht bleiben. Denn sie wird auch von uns wieder schön auf den Sack bekommen. So wie alle, die uns in irgendeiner Form mal gebettelt haben. Da traut sich auch keiner dran vorbei. Sophia nimmt den Weg über den Sprung. Gefährlich. Gefährlich, Sophie. Ja, manchmal ist der sichere Weg dann doch der bessere. So, direkt auf dem dritten Platz. Ist jetzt auch nicht so gut. Jetzt müssen wir langsam mal ein bisschen was machen. Ersten gedreht und da vorne ist der Black Rider namens Jason Walker. Bekannter Name, hatten wir schon öfter mal das Vergnügen mit ihm. Also renntechnisch, dass er vor uns war. Gönnen wir ihm natürlich nicht. Jetzt heißt langsam ransaugen, an der Innenkurve dran vorbei und ankündigen. Jason Walker kriegt jetzt zum ersten Mal auf den Sack. Ei. Schönes Battle hier vorne. Aber der erste Sieg geht an uns. Fanfare de France zieht hier durch. Aber Sally Taylor, wer hätte das gedacht? Nutzt das hier aus und zieht auch erstmal auf den zweiten Platz. Bekannter Name. Sehr schön. Gut, Sally, willkommen. So, es geht weiter. Downtown. So, dann wollen wir doch mal. Sehr geil. Okay, wir nehmen auf jeden Fall das Ding hier in der Mitte wieder mit. Da können wir schon mal wieder schön Noss aufpusten. Und nutzen das hier hemmungslos aus, dass wir vielleicht sogar jetzt vor dem Tunneleingang, direkt vorne unter die Beth 3 kommen. Aber, nope. Aber ein bisschen gerade im Tunneleingang, da ist ja die Leitplanke sowieso, mein Freund. Kann man einfach schon mal ein bisschen Stoff geben. Yes. Achtung, Klohäuschen. Man weiß wieder nicht, was da überhaupt war. Oder? Alle fahren durch. Jeglicher Schrott prallt an ihn ab. Und dann kommt eine kleine Klopapierrolle und die wirft mich komplett aus der Bahn. Darf das sein? Nein. Ist es passiert? Auf jeden Fall. Es ist ungerecht.
Also meines Erachtens war das sehr ungerecht. So, Jason, stopp deine Karre hier. Machen wir außen lang. Mit schön viel Noss einmal hinterher gedümpelt. Sofa. Sehr gut. So, da ist sie wieder. Da ist sie. Sophie. Sehr geil. Auf dem dritten Platz. Sophie will hier vorne wieder mitwirken. Und davor Lai Bing. Ist das wirklich wahr? Lai Bing und Sophie Martinez. Warte, Sophie. Okay, danke. Lai Bing und Sophie Martinez, dass ich das erleben darf. Und wenn jetzt Jason noch ganz vorne ist, habe ich gerade nicht geguckt. Nee, Sally Taylor, noch geiler. Das sind alles die drei Namen, die uns komplett über das Let's Play bis jetzt gefolgt sind, verfolgt haben. Sehr schön. Alle sind wieder dabei, direkt am Start. So muss das sein. So, jetzt gib mal ein bisschen Stoff hier. Du hast doch gezeigt, dass du mehr drauf hast. Okay, Sally Taylor da vorne. Warte mal, die war ja gerade Zweiter. Ist ja jetzt nicht so günstig, dass die Erster ist. Ein Ding nehmen wir mit. Dass wir ein bisschen Noss haben. Hat mir gar keinen Noss gebracht, oder was? So, die Le- Ich muss schon sagen, steht hier noch eine Glasscheibe. Ich wollte gar nicht. Konnte ich gerade nicht glauben. Yeah! Scheiße, Mann, ist die schnell da vorne. Neuer Rundenrekord, ja. Shit happens, aber wie macht die das da vorne? Ja, komm, schieb mich. Gib mir die Power, gib mir die Kraft. Warum bist du so verdammt schnell? Das ist doch Jason hier neben mir. Du Sackwurst. Jason Walker, da war er. Du alter Sackwurstmann. Sackwurstmann, Fachverkäufer. Ich hätte es ja auch so gemacht. Das ist ja das Schlimme. Ich kann jetzt nicht mehr meckern und sagen, du unfaire Sau. Ich hätte es ja genauso gemacht. Ist doch so. Aber das Ding ist halt, wenn ich jetzt an ihr rankomme. Yo! Dann werde ich es ihm gleich tun, ne? Denn Jason, du wirst auf jeden Fall nicht Zweiter, du wirst auf jeden Fall dann nicht Dritter. Genau. Du wirst jetzt eher so in den hinteren Reihen landen. Komm. Ja, ja. Mach, fühl dich sicher. Es ist schön, wenn man den Feind in Sicherheit sich wiegen lässt. Hier ist sowieso besser, wenn du hier irgendwo hängen bleibst. Oh, da bleib ich erstmal überall hängen. Warte mal, das Ziel nehmen wir jetzt mal mit hier. Damit erstmal gar keiner weiß, wo das Ziel überhaupt ist. So, Jason. Danke. Komm, überhol mich. So, ihm würde ich jetzt hier gerne irgendwie gegen die Leitplanke drücken und mich vielleicht nicht drehen. Okay. Wer das hier vor mir ist, der würde nie sehen. Katie Jackson. Noch nie gehört. Was soll denn das jetzt? Was will die denn? Hör mal auf damit, Katie. Was soll denn das jetzt? Willst du auf einmal deine Nase hier vorne mit in die glorreichen drei Strecken stecken? Also das geht gar nicht. Das macht man nicht. So. Also, dass Jason jetzt so einen reingedrückt bekommt, das tut mir leid. Aber das war klar. Er hat sich auf dieses Battle eingelassen. Er wollte das auch. Das war jetzt nicht unbedingt schriftlich angeordnet oder eingebracht, sondern war klar, ne? Er hat damit angefangen. Nee. Ah, wer ist das? Ist... Jason! Fuck off! Lighty, Planky, danke. Forget it, Jason. Hier nicht so eine linke Nummer machen. Mein Crash ausnutzen. Hier, jetzt kannst du dran vorbeifahren. Meine, warum kommt denn der auf einmal her? So, jetzt müsste ich eigentlich punktgleich sein. Das wird eine knappe Nummer. Okay, aber wir haben noch ein bisschen Platz. Sally Taylor darf auf jeden Fall nicht vor uns sein. So, am Anfang. Zack. Geil.
Die Karre hat einfach überhaupt keinen Widerstand. Wenn du gegen irgendwo davor fährst, das Ding hat einfach... Es gibt Karren, die Pickups oder so, du rollst einfach so durch eine Ampel oder so einfach durch. Aber das Ding hier, das reißt dir das Ruder rum. Das ist schon echt krass. Geiler Move, wer auch immer das war. Ah, es lässt sich jetzt nicht mehr eruieren, ne, wer das da gerade war, aber so sah sehr cool aus. Sehr, sehr geil. Oh, das meine ich. Du fährst gegen... Was war das denn überhaupt? Ein Presslufthammer oder was? Das Ding wiegt auch gerade mal 10 Kilo. Nicht mal. 5. 3. Ich kann nicht mehr lenken. Aber dennoch habe ich irgendwie Lust, jetzt hier sowas zu machen. Hey, einfach Lust. Einfach so. Muss auch mal sein. Zack. Wer ist das da vorne? Wer sind Sie? Sally Taylor! Ja, hallo! Wieder heimlich aus der Affäre stehlen und hier vorne den ersten Platz sicher machen. So schon mal gar nicht. Hinten anstellen, vorkämpfen. Also immer diese Lappen, die da auf dem ersten Platz starten und dann von vorne bis hinten 4 Runden oder... Oh, warte mal, wir waren ja am Ende. 3 Runden auf dem ersten Platz fahren. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist natürlich... Das geht nicht. Nee. Sehe ich nicht so. Jeder muss hier einfach mal einen fetten Arschtritt kassieren, dass er erstmal blickt, wo er ist. Jeder muss erstmal wieder sich das Blut abwischen, kurz die Achseln eindeodorieren und dann wieder frisch ans Werk. Und muss sich wieder vorkämpfen. So ist das Machwerk des Meisters und nicht der, der da vorne den Arsch gepudert bekommt und wieder ins Ziel fährt. Also sowas gibt es ja wohl noch hier. Jetzt will ich ja mal gucken, welcher Platz ist denn jetzt Sally Taylor, wo sie endlich mal ordentlich ein... Oh! Nee, wo ist sie immer noch nicht? Platz 3, na gut. Ich wollte schon sagen, Platz 5, aber es ist ja Sophie Martinez. Na gut. Aber auf einmal ist die Welt noch nicht mehr ganz so rosig, ne? Auf einmal sieht es anders aus. Sally Taylor, hä? 4 Punkte Unterschied. So. Letzte Rennen. Pine Grove 2. Let's go. Sally Taylor. Sally Taylor hat diesen silbernen Sportwagen, der da vorne schon wieder starten darf. Auf Platz 2. Ich verstehe nicht, warum die vorne starten darf. Da, jetzt auf Platz 1. Wir haben hier Sophie Martinez. Ja, danke. Geh mal weg. Da hatten sie natürlich ihre griffigen, grooving Groups, die mir hinten... Oh, wenn haben wir hier... Oh, Martinez, Frau Martinez. Komme ich hier wieder raus aus der Felge? Nee, komme ich nie wieder raus. Da bin ich einmal irgendwo reingefahren. Mit der Karre... Meine Güte. Ah, schwierige Strecke für das Biest. So. Welcher bin ich? Siebter. Meine Güte, so schlecht. Das ist ein Battle Monster hier, der vor uns. Der ist richtig auf Krawall gebürstet. Also der, wenn ich dem so ein bisschen nur zu nahe komme, der will mir richtig eine reindrücken. Das merke ich immer wieder. Der ist böse. Der ist wirklich von Hass geprägt. Ich glaube, ganz ehrlich, der hat vielleicht auch 3 schon gespielt. So. Wieder zurück. Wer ist das da vorne? Der Gelbe. Wer ist das eigentlich mit dem Gelben? Ja, auch schon oft gesehen. Jack Benton, natürlich. Jack Benton. Jackie. Komm, Jackie. Komm. Komm. Schenk mir deinen Platz. Und reih dich hinten ein. Okay. Jackie. Komm. Nimm deinen Arsch aus meinem Gesicht. Denn ich will ihn nicht. Irgendwie alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wir sind 4 Punkte vorne. Letztes Mal, oh, hier ist irgendwo ein Betonpfeiler oder irgendwo ein Stein, ne? Ah, jetzt bist du in der Außenkurve. Hey. So. Sehr gut. Unsere Chance ist angeeckt. Wir gehen mal mit. Da haben wir den guten Jason. Das ist Jason, ne?
Nee, Curtis Sader. Oh, ist auf Platz 1. Scheiß die Wurst. Das heißt, wir müssen mindestens Platz 2 jetzt werden. Ansonsten ist der Hüttenkäse am Brennen. Und das ist Lai Bing, oder? Oh, Lai Bing. Du warst die ganze Zeit der große Konkurrent und jetzt bist du die einzige Chance, dass ich Platz 1 wäre, indem ich an dir vorbeifahre. Karre! Komm! Du bist die leistungsstärkste, die ich mir... Boah! Ach, Jason! Jason, komm! Du kannst irgendwo Kackwürstchen von Hunden aufsammeln gehen. Diese linke Nummer. Das könnte ja direkt aus meinem Repertoire der Hölle kommen. Komm, jetzt bettelt euch da vorne. Gebt euch gegenseitig auf den Sack. Komm, Karre, ich drücke nach rechts. Du Höllenwurst. Alter, diese Karre. Rechtsgelenk, keine Chance. Die Karre wollte nicht mehr. Die war einfach... Ja, das war's. Ich geb mich geschlagen. Platz 2. War richtig schlecht. War richtig schlecht. Letzte Runde. Ja, shit happens. So ist es. Manchmal muss man sich auch geschlagen geben. Zweiter Platz. Ich bin traurig. Bin geknickt. Ich fühle mich... Es tut mir leid, Leute. Ich glaube, ich muss den Part heute abbrechen. Ich glaube, ich muss das Let's Play abbrechen. Das war einfach... Leck mich. So, letzter Cup. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch ja nicht. Da geben die mir so dermaßen auf den Sack da hinten. Ist doch schön. Ich finde das übrigens auch sehr geil, dass jeder Protagonist, den wir jetzt einfach so vom Namen her schon kennen, dass man den einfach hier erkennt am Auto. Das finde ich schon geil. Ziemlich cool. So, Dankeschön. Da ist er. Die alte Hexe. Und da ist Jason. Das ist er doch hier. Das ist er doch hier. Das ist er doch. Zack. Ja, was ist los? Nee. Du fährst schön in Dreck. Oh. Da ist er. Sadie Taylor und Sophia Martinez. Alles klar. Sophie. Ja, komm. Du hast eben deinen Sieg davon getragen. Das ist, sei dir gegönnt. Hey Jason, nee, ganz ehrlich, du bist ein Arsch. Alles ist irgendwie spaßig gewesen. Du musst dann reinkommen, musst einfach mit so... Wisst ihr das? Es gab auch in der Grundschule irgendwie so ein bisschen immer Kampeleien, ne? Da musst du mit den Freunden immer so ein bisschen cool gekloppt. Aber dann, wenn dann einer dazukommt, der richtig mal reinhaut, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Mach's halt nicht. Raufen okay, saufen okay, aber aufs Maul hauen, das geht gar nicht. Das ist zu viel. Wenn einer am Boden liegt, dann heißt High Five geben, den aufheben. Und das ist der Jason? Nee, das ist einer, der nimmt das alles zu ernst. Da merkt man richtig, der ist gefrustet vom Leben. Merkt man wirklich. So, das nehme ich mal hier mit. Hui. So, ein Jump. Komm her, wir wollen auch ein bisschen Jumps brauchen wir auch. Sehr gut, Lai Bing. Ja, natürlich, Lai Bing. Ja, dich wollen wir auch nochmal sehen hier in den letzten Parts, ne? Ich weiß nicht, bei den letzten Parts, vielleicht werde ich auch die ganze Zeit jetzt verlieren. Und dann sind wir gerade erstmal bei der Hälfte des Spiels. Kann auch sein. Ja. Ich will nichts machen. Fahr ruhig dann, fahr da links lang. Seid ihr doch gegönnt. Wollen auch ein bisschen mit agitiert in den Kampf. Alter, hier steht wer. So, letzte Runde. Lai Bing, wo bist du? Komm ran. Komm, gib mir eine. Keine? Okay. Gib mir keine mit. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Da ist er wieder. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Muss auch sagen, mein Plan war gar nicht so schlecht. Durch den Dreck abzukürzen und habe versucht, durch den Reifenstapel wieder ein bisschen Noss aufzutanken. Hat nicht funktioniert. Deswegen war ihr Plan da besser.
Aber ich finde es geil, dass der Schwierigkeitsgrad echt ordentlich anzieht. Also ich muss echt sagen, das ist jetzt was ganz anderes als die anderen Cups. Oh, sehr schön. Langer Sprung. Jetzt vielleicht Innenkurve ganz, ganz eng nehmen. Wenn sie außen fährt, fährt sie nicht. Alles klar. Dann wird es wahrscheinlich ihr Sieg werden. Es sei denn, ich kriege jetzt nochmal ausreichend Noss. Nee. Muss man einfach mal so hinnehmen und sagen, herzlichen Glückwunsch, Leibing. Knappe Nummer. Aber ich würde mal gesagt haben, ist das schon Future Perfect 2? Future 2 im Konjunktiv. Future 2 im Konjunktiv. Oder? Der Konjunktivale. Also, das ist dann auch gleich eine Bindehaut mit drin. Boah, was links, rechts, wo? Was ist hier los? Die Strecke kennen wir ja gar nicht. Jawohl, mit dem Sportwagen, wenn man die Wahl hat, zwischen Straße und Dreck, fährt man den Dreck. Aber war gar nicht so schlecht. Neue Strecke, geil. Kenne ich nicht, nie gesehen. Was macht denn der vor uns hier? Jetzt hör doch mal auf, du machst mich völlig nervös. Lassen Sie das doch bitte. Mach ich den Scheiß? Jetzt weiß ich. Das ist der Speed hier, kriegen wir gar nicht unter Kontrolle. Achtung, was war das denn? Riesige Lockenwickler. Warum stellt man die einfach hin? Bitte lassen Sie das. Nur weil ich langhaarig bin. Das ist auch irgendwie in Form der Diskriminierung. So, warte mal. Hier ist der bessere Weg für mich, oder? Viel besserer Weg für mich. Was fahren die denn da vorne jetzt so schnell? Hallo? Ich bin der Spieler. Ich will Spaß haben. Ihr müsst bremsen. Ah! Oh, Schwein gehabt. Battelt euch mal da vorne. Die riesigen Glocken. Ja, die riesigen Glocken. Wir gehen ja auch in der Luft rum, ne? Logisch. So, warte mal hier. Den muss ich jetzt leider alle mitgeben. Oh! Die Karre ist wurstig. Okay, auf jeden Fall einfach hier lang donnern, ohne den Sprung mitzunehmen. Fünfter Platz, das kann ich eigentlich so nicht hinnehmen, ne? Slibing vorne. Krass, ein fetter Fehler passiert hier im Cup. Und du kommst nicht mehr hinterher, ist halt so. So, komm, gib mir Noss. Ja, na klar! Ja! Wo ist denn das Ziel? So viele Balustraden und alles blinkt und blitzt und steht Finish. Und dann fährst du noch 15 Leute rum. So, wo ist Leibing ist hinten, alles gut. So, aber trotzdem ist, war nicht fair. Ne. Jason Walker und Sally irgendwas vor mir. Oh, was für ein Wurstrennen. Wurst. So, warte mal, hier konnte ich doch erstmal ein bisschen was mitnehmen. Wird Zeit für neue Autos. So, wir brauchen neue Autos. Wir brauchen einen Plan, denn irgendwie so werde ich auf jeden Fall den Cup nicht gewinnen. Und mein Ziel ist es natürlich immer noch, den Cup zu gewinnen. Und nicht nur unter den besten drei zu sein. Ist zwar auch ausreichend, keine Frage, aber gewinnen will ich ja natürlich trotzdem. Ah, das ist doch wieder Leibing. Warte mal, nehmen wir das hier mehr mit. Wenn ich da vorne mal fahre. Öl. Oh, da komme ich echt noch dran, nee. Wo ist er denn überhaupt hier? Sag mal, Leibing. Okay, einmal durch die Mitte durch und Feuer. Gott, ist die schnell. Hör auf mit Müll zu werfen. Zeig dich an.
schicke die Grünen auf dich. Höchststrafe. Na, klasse. Das ist die Höchststrafe. Der Reifenstapel, den man einfach von vorne bis hinten durchnimmt. So, dann fahren wir hier dran. So, also ich komme gerade überhaupt nicht an sie ran. Yes! Dankeschön! Das war Schicksal. Letzte Runde bin ich gegen den riesen Punöppel gefahren. Und die nächste Runde hat Sleibing völlig zersiedelt. Okay. Aber die Freude, wir müssen sie wieder ein bisschen zurück reduzieren. Nicht vorwärts reduzieren, nein, zurück. Und wieder klar bei der Sache bleiben. Denn jetzt gilt es, alles zu geben. Nur letzte Runde. So, oh, oh, Leibing, die ist wütend da hinten. Die ist definitiv wütend. Ich höre sie doch. Enge Kurven nehmen, dass die gar keine Chance erst hat, hier sich eine kleine Lücke zu suchen. So, dann, komm. Gib mir das Ziel. Ich brauche einen ersten Platz. Ich brauche jetzt echt die Punkte dafür. Und Shaui Makarawi, that's it. Ganz ehrlich, die Punkte waren richtig wichtig. Und vor allem war es richtig wichtig, dass Leibing Zweiter ist. Und Jason Borka auf Platz 3 ist leider immer noch nicht gut. Aber es reicht aus. Es reicht aus, dass wir Jason Borka mit einem Punkt derzeit übertrumpfen. Aber es ist ja gerade mal bergfest. Noch 3 weitere Rennen. Das wird heavy. Das wird richtig heavy. So, Sally Taylor. Quatsch. Wie ist... Nee, nicht Sally Taylor, sondern... Sophia Martinez! Welcher Ficker ist das immer? Das ist immer dieser mit diesem schwarzen Pickup, der hier einfach einen auf dickes Höschen macht. Du Lappen, Alter. Du bist immer Letzter und machst so einen Müll. Mach dir Gedanken über dein Leben. Oh, das ist wieder die Scheißstrecke. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn man da einen scheiß Start hat, hast du schon verschissen. Und was passiert? Es wird irgendwie alles nicht besser hier, ne? Egal, was ich mache, rechts, links, Überschlag. Gut, runterkommen, definitiv. Ich traue mich gar nicht zu gucken, wer jetzt vorne ist. Jack Benton, geht eigentlich. Da ist er, Jason. Oh, das ist mal ein Kackreifen. Ein rollender Kackreifen. Und der bringt mich so aus der Bahn. Was ist hier los? Da ist er wieder. Oh, das ist doch der Wurstsalat, Mann. Wer ist das? Frank. Boah, die Strecke ist ja räudig hoch 10. Eigentlich ist sie ziemlich geil. Wehe, wehe. Oh, guckt euch das an, das ist ein kleines Polönchen. Boah, ey, die Karre hat ausgedient. Die hat echt ausgedient. Ich brauche eine neue. Das Ding ist halt, die ist von der Beschleunigung her nicht ansatzweise so geil. Hat aber null Widerstand. Du fährst gegen irgendwas davor. Und das Ding überschlägt sich. Danke. So was meine ich hier. Alter. Es gibt andere Autos, da fährst du einfach geradeaus weiter. Und der andere Getiebonte, der guckt einfach Richtung Himmel. Unsere Karre. Nein. Das war Leibing. Ui. Irgendwo hier landet, wo es explosiv ist. So, wer ist Erster? Natürlich Jack Benton. Jason Walker, Sophie Martinez, das sind doch alles die Namen, die nicht vorne fahren sollen. Spiel! Jetzt hör doch auf, mich zu ärgern. Das muss doch nicht sein. Letzte Runde, alles Kacke hier. Komm, mit dem Sprung noch ein bisschen nass. Das wird nichts. Eieiei, hier unten war ich noch nicht. Das sieht nicht so aus, als würde mein Auto das gut verkraften. Muss. Komm, einen Platz wenigstens noch gut machen. Ein paar Punkte brauche ich noch. Du musst mich vorbeilassen.
Es ist deine Bestimmung. Heidi. Hör auf. Nein, ich brauche die Punkte. Fahr, du Schwein. Wer ist das da? Ich will die töten. Jill, Kackarsch. Sally Taylor hat mich noch überholt. Sally Taylor, das ist doch eine, die es nicht darf. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Okay, wir haben noch zwei Rennen. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass Jason... Ja, wo ist er? Natürlich irgendwo vorne startet. Aber Sally auch. Ist Sally hinten? Okay. Ganz vorne darf der starten, der eh schon Erster ist. Schwachsinn. Wegen dir. Wer bist du überhaupt? Ray Carter, noch nie gehört. Wo bist du? Lass mich jetzt mal durch. Da ist er. Kriegt auch einen Sack. Der muss auf jeden Fall hinten sein. Das ist Sophie Martinez. Die war mit, weiß gar nicht, ein paar Punkten hinter uns. Ist, glaube ich, auch nicht so gut, wenn die vorne fährt, aber immer noch besser als Jason. Von daher ist natürlich die Frage, ob ich einfach mal den Rücken frei halte. Was für uns von der Konstellation vielleicht gar nicht so verkehrt ist. Aber was natürlich immer noch besser ist, dass wir Erster werden von Punkten her. Aber wenn ich Erster bin, dann wird die Sophie mir wieder den Arsch abrasieren. Und hier, guck dir die an. Die hat doch nicht alle Latten am Zaun, die Alte. Die ist doch echt nicht knusper. Das meine ich. Das meine ich. Die hat nicht alle Wölfe unter Kontrolle hier. Die bettelt, was geht. Die bettelt alles. Die weiß, dass sie mit ihrem scheiß Pickup alles niederbrezeln kann. Und jetzt ist Jason wieder vor uns. Wegen dieser alten Hexe. Das ist halt so. Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, wenn die vorne fährt und lässt mich in Ruhe. Aber da wollte ich gerade einfach zu viel. Oh, Jason kriegt auf den Sack. Sehr gut. Ich hoffe, er dreht sich. Warum kommt von hinten ein großes Metallstück angefahren und fährt mich über den Haufen? Wie geht das? Warum kommt Jason an? Was ist hier los? Wie geht das? Das geht nicht. Fick dich. Dreh dich. Natürlich. Das waren alle Wörter mit ich. Ich bin ziemlich auf mich bezogen. Ach Mann. Also ganz ehrlich. Boah, ich bin froh, wenn wir diesen Cup abschließen. Ich will die Karre wegwerfen. Wir brauchen eine neue. Hätte ausgedient. Ja, sauschlecht hier. Brauche unbedingt noch ein paar Punkte. Hopp. Oh, da ist wieder das mit irgendwas. Oh nein, da ist er wieder. Gar nicht mal so schlecht. Ich habe auf jeden Fall nochmal zwei Plätze gut gemacht auf der Zielgeraden. Sally Taylor ist natürlich kacke, aber dadurch, dass Jason Walker auf Platz 10 ist, sind die Karten doch mal extrem gut gemischt. Okay. Was soll das? Es ist die Alte da vorne. Das gibt's ja wohl nicht hier. Das gibt's ja wohl nicht. Ich dachte ganz ehrlich, die ist mir jetzt Rille. Jetzt ist die vorne, da mit ihrem... Nee, das ist Jim. Da! Welche waren das jetzt hier von den vielen? Der setzt sich aber ein Hütchen auf da vorne. Oh nein. Ja, ich nehme einfach mal zwei Reifen mit. Warum kann ich damit eigentlich nicht Noss looten, wenn ich den einfach mitnehme? So, die kriegt jetzt auf den Sack. Damit die... Nee. Jetzt ist sie wieder vor mir. Ich könnte einen Jason auch, oder was? Drei Runden. Ich muss mich auf jeden Fall jetzt fokussieren.
Ich will... Yes. Das war geil. So, das ist doch hier Jason, oder? Komm jetzt. Mach deinen Lappen-Johnny-Move woanders. Lass mich raten. Sally Taylor auf Platz 1. Oh, natürlich. Die maximal ungünstigste Konstellation. Das heißt, ich muss auf jeden Fall vorfahren. Aber dass wir das Ding jetzt hier gewinnen, ist natürlich extrem unwahrscheinlich. Was denn? Irgendwo muss ich doch langfahren. So. Leibing und irgendwer anders. Keine Ahnung, wer das ist. Ich hoffe, die kriegt da vorne nochmal ordentlich Paroli. Hui. Überlegt, Mate, das ist jetzt YouTube in 3D. VR-Brille. Wie das Hütchen euch entgegengekommen wäre. Kann ich das eigentlich machen? Dass meine Parts in 3D hochgeladen werden? Das wäre doch geil. Dann seht ihr mich. Warum? Wieso? Los, zurücksetzen! Meine, was soll ich jetzt in einer halben Stunde irgendwo in die Botanik dümpeln? Ach, das ist mir jetzt einfach zu unkoordiniert. Aber das ist wirklich jetzt schade, dass der da vorne... Wenn ich vorne fahre, kriege ich auch auf den Sack. Kriege ich doch auch mega auf den Sack. Warum kriegt sie jetzt nicht da? Wenn jetzt Sophie immer noch Erster ist, ja. Oder Sally, wie auch immer sei es. Und Jason Walker. Ja, natürlich. Ja, und die betteln sich ja natürlich nicht. Nö. Ach, du Erster, ich Erster. Oh, nö. Nee. Komm, wir trinken noch einen Kaffee zusammen. Ja, leckt mich. Ihr seid euch erstrittig. Das ist doch unfair. Und ich muss mit diesem Milchkuh-Gesocks rumärgern. Fuck off. Oh, jetzt ist auch noch der Pickup vor mir. Lass mich. Fahrt nur ins Ziel. So, es wird kein erster Platz. Wir haben uns damit abgefunden. Sally Taylor, Jason Walker, das sind genau die, die nicht vorne sein sollen. Jason, also Jason wollte es, glaube ich, nicht. Der war die ganze Zeit hinter mir. Ich habe es nicht gesehen. Das ist demütigend. Das ist echt demütigend. Ein dritter Platz, das ist ja wirklich das allerletzte, was noch geht. Aber das ist natürlich krass. Das 1, 2, man sieht schon eindeutig, ne, der Schwierigkeitsgrad nimmt so ein bisschen zu. 1, 2, 3. So, Leute. Jetzt sind wir im absoluten Finale. Hier ist die Krönung der Schöpfung von Flatout, The Ultimate Carnage. Der Schwierigkeitsgrad wird jetzt richtig heavy. Und das geht natürlich nur zu bewältigen, indem wir uns eine richtig... Warte mal, wir müssen einmal gucken. Eine neue Karre anschaffen. Ob jetzt in der Klasse der letzte freigeschaltet ist? Immer noch nicht. Alles frech. So. Hier sind auch noch zwei übrig. Der Canyon und der Road King. Der Road King sieht ja geil aus. So. Welches Auto nehmen wir jetzt für die finale Challenge? Den Bullet GT? Den Maximum Speed Speed Devil. Der klingt schon geil. Oder den Sunray. Der hat auf jeden Fall eine geile Beschleunigung. Oder den Terrator. Oder den Speed Shifter. Ich glaube, das hier sind sie. So, Leute. Sollen wir das in den nächsten Part verschieben und ihr schreibt in die Comments? Nein. Wir entscheiden uns jetzt. Wir entscheiden uns jetzt, womit wir diese Klasse durchspielen werden. Speedshifter. Nee. Der sieht aus wie der Skyline. Kannst du mir sagen, was du willst. Und der Skyline ist Hammer. Oder Speed Devil. Aber der ist heckbetrieben. Der ist auch heckbetrieben. Aber der ist natürlich... Der sieht natürlich extrem geil aus. Nichts geht über den Skyline. Unser finales Fahrzeug. Alles reinhauen, was geht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Leistung. Nee, warte mal, gibt es einen Dreier? Alles reinhauen, was nur geht. Wird natürlich vom Geld her nicht reichen. Ah, oh, what?
Oh, reicht. Reicht jetzt schon nicht mehr. Dann auf jeden Fall hier die Federung. Fahrverhalten auf jeden Fall. 11.000. Scheiß die Wurst, Alter. Das ist teuer. Reifen, kann ich mir die leisten? Die kann ich mir leisten. Die brauche ich. Die nicht. Dann lasse ich es noch offen. Vielleicht können wir hier noch irgendwie das Gewichtsreduktion. 4.000. Schade. Sehr schade. 9. Okay. Ne, für 3.000 werden wir uns jetzt nicht mehr holen können, oder? Da wird es wahrscheinlich vorbei sein. Das könnten wir uns holen. Da, komm her. Okay, Leute. Das heißt, wir gehen an den Start mit dem... Wir nennen einfach mal Skyline. Das nächste Mal die finalen Folgen von Flatout. The Ultimate Carnage. Ja, Highspeed ist es. Ultimate High Speed ist es auch schon, aber es fehlt natürlich noch ein bisschen was und dazu müssen wir uns bei den restlichen Rennen noch beweisen, dass wir hier noch ein bisschen Geld einkassieren und dann noch mehr reinhauen. Also, vielen Dank fürs Zusehen, das war der heutige Part, Flat Out The Ultimate Carnage und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist. Du willst den nächsten Part nicht verpassen, easy peasy, abonnieren, liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal, ciao.